könnte sagen, dass so quasi ein ganz eine frühe Ursache war, eigentlich ein paar dieser tollen Fotos über CERN, die der Peter Ginter gemacht hat. Das ist ein deutscher Fotograf, der bin ich dann draufgekommen mit dem Lois Lammerhuber, der bei uns sehr oft im Deep Space mit uns gemeinsam arbeitet, gerade ein Buch produziert über CERN. Und eigentlich wollte ich ursprünglich nur diese tollen, hochauflösenden Bilder von den Geräten im CERN für unseren Deep Space haben. Und dann erzählt mir der Lois Lammerhuber, er fährt jetzt sowieso nach CERN und er könnte doch gleich irgendwie die Kontakte herstellen. Ne? Gemacht, getan. Und der zweite Schritt war dann, dass wir im Jänner dieses Jahres zu dritt noch einmal nach CERN gereist sind. Der Lois Lammerhuber, der Franz Sobel und ich so ein bisschen als Anhängsel, die beiden nämlich für das Buchprojekt und ich einfach als Tourist. Ich habe gedacht, das ist irgendwie so ein tolles Geschenk, das ich mir jetzt zu Jahresbeginn mache. Und da sind wir am 5. Jänner oder sowas Richtung Schweiz geflogen und waren dann 3 Tage lang in CERN, haben dieses unverschämte Glück gehabt, dass das gerade die ersten 3 Tage nach der sozusagen Weihnachts-Winterpause war, wo die Anlagen noch abgeschaltet waren und wir deswegen die Möglichkeit hatten, wirklich ganz tief runter, 100 Meter unter die Erde, in die Detektoren, in die Experimente hinein. Und das, was man auf den Fotos schon so toll und begeistert gesehen hat, das dann plötzlich in Natura zu sehen, noch dazu mit super detaillierten und ausführlichen Erklärungen von den Spitzenwissenschaftlern dort. Das war ein unheimlich eindrucksvolles Erlebnis, das dann eigentlich fast zwangsläufig dazu geführt hat, zu sagen, eigentlich können wir diesem ganzen Phänomen irgendwie nur dadurch oder nur so oft die Art damit umgehen, dass wir wirklich ein ganzes Festival dazu machen, dass wir da nicht nur eine Deep Space Präsentation machen, sondern eigentlich das Festival. Und da war dann ein ganz entscheidender Grund oder ein ganz entscheidender Aspekt eigentlich, dass zum einen natürlich diese Faszination der gigantischen Anlagen, diese tausende Tonnen schweren Detektoren, groß wie die Kathedrale von Notre Dame und sonst irgendwas, also das wirklich selbst zu sehen, noch dazu als durchaus technologie- und wissenschaftsaffiner Mensch. Aber was eigentlich die viel größere Begeisterung ausgelöst hat, war der Spirit von CERN. Einfach zu sehen, mit welcher unheimlichen Begeisterung dort Hunderte, Tausende von Menschen an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Und dass es ein riesiges Projekt ist, ein riesiger auch finanzieller Aufwand, so ganz viele Länder, die da zusammenarbeiten, 20 europäische Staaten, die das tragen, ganz viele weitere Länder, Universitäten, Forschungsinstitute, die alle da gemeinsam mit wirklich unvorstellbar großen Aufwand an einem extrem kleinen und eigentlich total unwichtigen Ding arbeiten, nämlich ob es das Higgs-Teilchen gibt oder nicht. Und wenn ich sage unwichtig, meine ich das nicht respektlos, ganz im Gegenteil, sondern im besten Sinn dessen, weil es uns ganz, ganz zwangsläufig damit eigentlich konfrontiert, uns wieder zu überlegen, was Nutzenstiftung, Sinn, Profit, all diese Dinge eigentlich bedeuten. Wir sind so darauf ausgerichtet, was immer wir tun, muss irgendwie in relativ kurzer Zeit ein Ergebnis abliefern. Und dann gibt es da diese riesige Anlage, ich glaube mittlerweile 10.000 Menschen arbeiten zusammen, 1,3 Milliarden Schweizer Franken werden ausgegeben und das Einzige, was die machen, ist ein Teilchen zu suchen, das gerade einmal 1 Milliardstelsekunde lang existiert. Und dann sieht man diese Menschen, die das mit einer unheimlichen Begeisterung machen. Man sieht Menschen aus der ganzen Welt, die dort zusammenarbeiten. Man erlebt eine unheimlich positive, horizontale Struktur der Zusammenarbeit. Man ist völlig überrascht, dass man dort hinkommt und egal wo man ist, alles fotografieren kann. Dass es nichts irgendwas gibt, wo man sagt, nein, Moment, das ist geheim und das darf nicht veröffentlicht werden. Sondern, dass da wirklich diese ganzen Ideale eigentlich, die man auch so aus diesen ganzen Open Commons, Open Source Ideologien heraus kennt und die uns so vertraut sind in unserer Welt, dass die dort in dieser Welt auch gelebt werden.
Und das war dann eigentlich der Punkt, herzugehen und zu sagen, wir wollen jetzt nicht ein Festival nur darüber machen, wo wir so quasi abfeiern, wie toll CERN ist und wie klasse die Grundlagenforschung ist, sondern das auch als Ausgangspunkt dafür zu verwenden, um überhaupt die Frage dann auch zu stellen, wie entstehen neue Dinge? Also Origin kam natürlich als Thema von der Suche, der Forschung, Erforschung des Urknalls, der in gewisser Weise ja in CERN gemacht wird. Aber eigentlich geht es dorthin zu sagen, kann man ein Projekt, ein Modell wie CERN nicht auch dafür verwenden, darüber nachzudenken, wie man überhaupt mit Innovation, mit neuen Gedanken, mit neuen Entwicklungen in unserer Welt und Gesellschaft umgehen sollte. Und auch wieder überhaupt nicht respektlos gemeint, sondern ganz im Gegenteil. Natürlich auch die Frage stellen, wieso, wenn wir schon bereit sind, so viel Geld und Aufwand auch zu treiben und auszugeben für Grundlagenforschung und Beispiele dafür haben, die so erfolgreich funktionieren wie CERN. Wieso gibt es sowas nicht auch für gesellschaftliche Forschung? Wieso haben wir nicht auch ein internationales Forschungszentrum, an dem 10.000 Leute daran arbeiten, soziale und gesellschaftliche Innovationen hervorzubringen? Und das ist eigentlich dann so dieser Themenzusammenhang, in dem wir uns eigentlich unheimlich wohlfühlen, weil die ganze faszinierende Welt von Wissenschaft und Kunst sich da auf einer sehr gleichen Ebene eigentlich treffen kann. Highlights gibt es ganz viele. Ein Highlight ist jetzt natürlich im Origin Symposium, dass man Sprecher wie den Paul Davies, die Lisa Randall, den Umberto Maturana da haben. Also das sind natürlich schon wirklich auch über die Jahrzehnte hinweg Heroes. Ne? Maturana ist Anfang 80 mittlerweile, ist einer der Mitbegründer dieses ganzen Bereichs des sogenannten radikalen Konstruktivismus, der natürlich, denke ich, jetzt in einer Phase, wo wir uns über so wissenschaftliche Phänomene wie die Quantenmechanik schon wieder von einer ganz anderen Seite dieser Frage gegenüber sehen. Wie konstruiert sich denn Wirklichkeit? Wovon hängt das, was wir als Realität, als Wirklichkeit sehen, tatsächlich ab? Ich glaube, dass wir eigentlich erst so richtig wieder eine Neubewertung dieser Aspekte des Konstruktivismus vor uns haben. Und ich weiß nicht, ob es gelingt, aber ein bisschen haben wir es natürlich schon angetragen daraufhin, der Professor Zeidlinger, einer der Top-Quantenphysiker, der Umberto Maturana, der selber natürlich dem radikalen Konstruktivismus ja eher sich wieder abgewandt hat und dann seine eigenen Theorien weiterentwickelt hat, aber dennoch mit dem Gedankengut extrem vertraut. Also, dass da schon auch ein paar, glaube ich, schon diskursive Funken ziemlich sprühen werden in dem Symposium. Und ich glaube, diese Frage, dass wissenschaftliche Erkenntnisse natürlich unsere Welt und unser Menschenbild verändern, die ist eine ganz spannende. Und gerade bei der Quantenmechanik, ich meine, es ist jetzt knapp oder ein bisschen über 100 Jahre sogar her, seit der Max Planck da die Grundregeln sozusagen der Quantenmechanik zur Welt gebracht hat. Und wenn man sich überlegt, was das eigentlich für ein Potenzial hat, auch auf der philosophischen Dimension, ne, ist sehr wenig eigentlich bisher sozusagen in unser Weltbild, in unser Menschenbild eigentlich eingedrungen dessen. Jetzt sind 100 Jahre natürlich extrem viel, aber vielleicht sind wir gerade jetzt erst in einer Phase, in der man die eigentliche Bedeutung dessen, was die quantenmechanischen Erkenntnisse im übertragenen Sinn für uns als Menschen, als Gesellschaft bedeuten, wo das gerade erst schon langsam anfängt. Und da ist, glaube ich, in dem Symposium eine unheimlich spannende Konstellation an Menschen vorhanden. Also das ist definitiv eins der Highlights im Symposiumsbereich. Ein anderes Highlight ist natürlich der Donnerstagabend, das große Theater im Hausruck. Wissenschaft ist immer eine Angelegenheit, die sehr viel mit Spiritualität zu tun hat. Es ist was, das mit sehr viel Mystizität zu tun hat. Es gibt sehr viel Parawissenschaft und es gibt sehr viel Scharlatane. Das ist ein Bereich, den muss sich die Wissenschaft einfach auch stellen. Also, ich glaube, dass einige unserer wissenschaftlichen Partner das gar nicht witzig finden, was wir dort machen, aber es ist einfach auch, ich meine, Wissenschaft ist Teil des menschlichen Spektrums, der menschlichen Wünsche, Sehnsüchte, der menschlichen Ausdrucksformen und das ist eben nicht nur genau
eingrenzbar und so quasi und dort, wo die wissenschaftlichen Fakten aufhören. Das Spannende an der Wissenschaft ist, dass wir ja längst in Dimensionen reingegangen sind, wo dieses schön klare Definieren letztlich aufhört. Ne? Ich meine, ich kann mit mathematischen Formeln relativ viel klar definieren, aber wenn ich dann darüber hinausgehe, die ganze Forschung, wie es in CERN gemacht wird, die Kosmologie, die Astronomie, ich meine, die Tatsache, dass wir gerade einmal 4,6% unseres Universums kennen und von dem nicht einmal, nicht? Wir wissen nicht, wie die Gravitation wirklich funktioniert. Ob das mit der Masse und mit dem Higgs-Teilchen wirklich so ist, nicht? Das wird sich die nächsten paar Jahre herausstellen, aber nach der Wahl sind die Chancen groß und gut, dass es vielleicht überhaupt ganz anders ist. Ne? Und ich glaube, das ist also diese Unperfektheit, das ist etwas, was ja auch wieder dazugehört, das Zugeständnis, nicht perfekt, nicht genau, nicht exakt sein zu können, ist ja auch eine dieser Quellen für Neues. Wenn wir wieder über Risikobereitschaft und die ganzen Dinge sprechen, der Mut aufzubrechen in Territorien, von denen ich noch nicht genau weiß, wo die Linien, wo die Straßen, wo die Grenzen verlaufen, das ist etwas, was Wissenschaft ausmacht, das ist etwas, was die Entdeckung des Neuen ausmacht und deswegen ist, glaube ich, dieses Donnerstag-Event ein unheimlich wichtiger Beitrag. Mindestens so toll wird die Klangnacht im Linzer Dom werden, vom Sam Auinger, und seinen Freunden von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang diesen fantastischen Ort dort zum Klingen und zum Schwingen zu bringen. Ja, Sonntag, die Konzertnacht mit ein paar wirklich großartigen Acts, also diese Mischung von Maschinen und Musikern, die da den ganzen Abend dominieren wird. Also ich glaube, dass das einfach absolute tolle Programmpunkte von dem Festival sein werden. Und könnt ihr jetzt weitererzählen und weitererzählen.